Ja, also es sind sich alle Beteiligten darüber einig, dass das autonome Fahren einiges an Potenzial bietet. CO2-Einsparung, Steigerung der Verkehrssicherheit und so weiter. Aber auf der anderen Seite ist die Erkenntnis, dass die öffentliche Akzeptanz dieser autonomen Systeme kein Selbstläufer ist. Im Moment lehnen noch mehr als 50%, also mehr als die Hälfte der Befragten, das autonome Fahren ab, beziehungsweise bezweifeln die Potenziale, die allgemein erwartet werden. Also insofern ist schon noch einiges zu tun. Also Aufklärung ist mal das eine Thema. Die Themen müssen transparenter in der Öffentlichkeit diskutiert und beleuchtet werden. Und für den VDI heißt es, dass wir auf der einen Seite sehr wohl uns um die Technik kümmern müssen und diese Technik transportieren müssen, aber dabei das, was wir unter Social Engineering verstehen, nicht außer Acht lassen dürfen. Das heißt also, es ist durchaus angebracht, mit Leuten zu diskutieren, die vielleicht nicht die technische Vorbildung haben, wie sicher solche Systeme sind, was man mit ihnen tun kann, was die Erwartungshaltung ist und so weiter. Als erstes können wir automatisierte Shuttles in Städten erwarten. Die bieten einfach ein hohes Potenzial, zum einen auf Strecken betrieben zu werden, die nicht immer hoch ausgelastet sind, wo dann eben zeitweise auch nur sehr wenige Fahrgäste transportiert werden müssen. Hier kann man mit diesen Shuttles auch auf mittlere Sicht dann eben Routen bedienen zu deutlich wirtschaftlich besseren Bedingungen. Es ist eben sehr wichtig, dass Menschen erleben, welches Potenzial solche Fahrzeuge haben, wie man da gefahren wird, wie komfortabel das ist, welche Vorzüge das bietet. Und wir sprechen deswegen ganz gerne von Living Labs, also ein Labor sozusagen in einer Stadt, wo man eben auf bestimmten Strecken solche Shuttles implementiert, also fahren lässt, anbietet, im ersten Schritt vielleicht auch eine kostenfreie Fahrt anbietet, damit eben möglichst viele Menschen in den Genuss kommen, einfach mal eine Erfahrung zu sammeln. Ja, ein Shuttle ist ein fahrerloses Fahrzeug, aber so ganz fahrerlos ist es dann am Ende des Tages doch nicht. Das heißt, es gibt immer eine Leitwarte, in der Menschen sitzen und die diese Shuttles beaufsichtigen, könnte man sagen. Das heißt, wenn ein solches Fahrzeug in eine Situation kommt, die es nicht kennt oder auch nicht lösen kann, weil man dazu Gesetze übertreten müsste, also zum Beispiel eine durchgezogene Linie fahren, dann hält das Fahrzeug immer sicher an und dann wird eben der Lotse wird natürlich während dieses Vorgangs informiert und er trifft dann die Entscheidung, wie sich dann dieses Shuttle verhalten soll.